alle Flüchtlingen sind nicht gleich. Auch die Schweizer, also die Schweizerinnen und Schweizer, die sind nicht gleich. Es gibt ein Sprichwort, alle sind alle in einem Topf. Es gibt Teile, die sagen, ja, die Flüchtlinge sind kriminell. Also die Flüchtlinge so schlimm und die wollen nicht arbeiten. Das will ich nicht hören, weil wenn wir also 10.000 Leute hier in der Schweiz sind und vielleicht 50 können also schlechte Sachen machen. Aber dieses 9.950 machen alles gut. Und im Zeitung und alles kommt nur also die schlechte Sache von den Eltern. Ich will dieses also Bild von den Leuten also verbessern, also ändern. Sie fragen mich oft und über Afrika und so. Aber Afrika ist kein Land, es ist ein Kontinent. Ich kann nicht über alle diese Afrikanländer sprechen. Es ist auch schwierig also für uns, die Flüchtlinge. Manche also haben nur einen und dürfen nicht in die Schule gehen. Manche haben viel Geld und es ist so schwierig, also eine Arbeit zu finden, eine Ausbildung zu machen. Und manche haben F-Politik und manche haben B. Ja, das ist unfair. Weil wir haben also die gleiche Flucht genommen und die gleichen Probleme erlebt. Und ja. Es gibt Leute, die vorbeikommen und fragen, warum bist du da? Ich habe ein demokratisches Land gebraucht. Aber zum Beispiel, wenn die Land arm ist, was machen die dort? Sie müssen nicht erwarten, bis sie sterben oder so. Wer hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, er hat also freien Weg und offene Türe, alles zu machen. Aber ich war nicht so. Bis jetzt, also jetzt ja schon. Also jetzt habe ich Papier, darf ich lernen und ich kann alles machen. Ich kann studieren und Ausbildung machen und so, alles hier. Und ich will also einfach frei leben und meine Meinung sagen.